Mario, Peach und Bowser erklommen den Pixelbaum und besiegten Dementio. Erleichterung kam auf, als endlich die Türme von Fort Conrad zu sehen waren. Ging es Tippi gut? Wartete das nächste reine Herz wirklich bereits auf sie? Nur seltsame Stimmen aus Richtung des Forts waren zu hören. Oh nein. Kapitel 3-4. Die Schlacht von Fort Conrad. Das klingt episch, oder? Ihr lebt also diese trübe Tasse, Conrad, ja? Na, was ist schon besonders an dieser Burg? Glaubst du, Tippi geht es gut? Ich mache mir langsam Sorgen. Oh, dieser Spaten, ey. Vom Feinsten. Eine völlig unbekannte digitale Schmetterlingsart. Mario. Ja, beweg dich. Die Jungs auf Lepidoptero werden neidisch, wenn sie diese Bilder sehen. Oh Mann. Was? Achso, stimmt, wir haben ja nur 3 KP. Fuck. Fällt mir jetzt auch mal so ein. Entweder du bist ein Genie wie ich oder eine heiße Braut. Ansonsten bleib draußen. Okay, muss ich irgendwas mit Peach machen? Nee. Wohl nicht. Ich glaube mal, hier finde ich den Schlüssel. Aber vielleicht brauche ich Peach im Schloss. Ja, ja, das sieht man doch sehr nach Schatztruhe aus. Ja, ja, ja. Gut, schon haben wir den Schlüssel. Manche Menschen haben ja einen Ersatzschlüssel unter ihrer Fußmatte. Das ist ja sehr riskant. Aber ja, der gute Conrad ist auch nicht gerade schlauer. Was haben wir denn hier, um mich zu heilen? Also Pilzmix haben wir 2-mal. Einen werde ich jetzt fressen. Geht ja so nicht weiter. Und aufmachen. What the fuck? Wo sind wir denn hier gelandet? Willkommen, Meister. Meister? Scheint so, als sind diese Miezen darauf programmiert, immer Konrad zu begrüßen, weil sie nicht damit rechnen, dass jemand anderes kommt. Habe ich schon gespeichert? Weiß ich jetzt gerade nicht. Hey, da hinten ist ja was versteckt. Okay. Das ist gut versteckt. Zum Glück bin ich so ein 3D-Ansichtssüchtling und wechsle ständig in die Ansicht. Mhm. Ich glaube, das sind Gegner. Ja, da kann ich die alle nicht scannen. Oh, scheiße. Hätte ich gewusst, dass ich kurz vom Level up bin, hätte ich nicht den Pilzmix gefressen. Ah, dammit. Naja, was will man machen? Lieber so. Als wenn wir jetzt halt hier irgendwie lame gestorben werden. Ich will nämlich nicht sterben. Ja, wo bin ich denn hier? Ist das ein Secret oder ist das wichtig? Streng geheim. Oh. Rechter Raum 2323, linker Raum 2828. Ah, mein Gedächtnis ist so scheiße, aber ich hoffe, das kann ich mir wenigstens noch merken. Rechts 2323, links 2828. Ja, 2828 kann ich mir noch merken, weil das hat irgendwie Ähnlichkeit mit meiner PIN-Nummer von meinem Konto. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, oder? Naja, bekommt meine Kreditkarte eh nicht. Keiner von euch! Keiner! Nicht mal meine Freundin bekommt sie. Beziehungsweise die erst recht nicht. Und ich sehe gerade... Hier ist ein Pixel. Endlich frei! Endlich bin ich frei! Ich hätte schon fast den Glauben verloren, danke! Ich war hier schon seit Ewigkeiten, mich bringt hier nichts mehr rein. Ich muss mich dir erkenntlich zeigen, du wirst sicher für mich Verwendung haben. Wir sollten aber zuerst feststellen, ob wir überhaupt zusammenarbeiten können. Du hast Conrad getroffen, oder? Was hältst du von ihm? Dein erster Eindruck? Nerdy. Ich verstehe. Ist dir ansonsten etwas aufgefallen? Er ist ein Photonar, er ist ein Lepidopterologe. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, das ist ein...
Ein Forscher, der sich auf Schmetterlingsarten spezialisiert hat. Boah, wenn das stimmt, will ich die Millionen von Günther Jauch haben. Er ist ein Prachtkerl. Nein, er ist ein... Ja. Hoffentlich Schmetterlingsforscher. Ja, das ist nachvollziehbar. Und wie würdest du ihn zusammenfassend bezeichnen? Oh. Freak. Konrad ist also ein nerdiger Lepidopterologe? Im Prinzip ein Freak? Ja. Sieh mal einer an. Wir haben die gleiche Meinung. Das fängt ja schon mal gut an. Ich glaube, wir werden ein gutes Team. So schnell kann uns niemand etwas anhaben. Yeah! Surfer, das Plattformpixel hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Mit Surfers Plattform kannst du schneller werden und stachelige Böden überqueren. Finde ich gut. Also sowas ähnliches wie Lucky Lester aus PM1. Mit meiner Hilfe gelangst du schneller an Orte. Versuche es am besten gleich mal. Und eine Mischung. Also eine Mischung aus Lucky Lester und dem Yoshi. Wobei Lucky Lester hat auch schon schneller gemacht, ne? Yeah, der ist geil. Oder? Hat doch voll Style irgendwie. Aber was ist das für eine Röhre hier? Das verstehe ich nicht ganz. Naja, who cares? Das war auf jeden Fall wichtig, dass wir hierher gekommen sind. Boah, wie bekommt man den Anhaltspunkt, dass man hier suchen muss? Und wenn ich das jetzt nicht gefunden hätte, wann hätte ich ihn rausgefunden, dass mir ein Pixel fehlt, bitteschön. Das ist ja voll assi. Seid ihr böse? Nee, gell? Willkommen zu Hause, Meister! Nicht vergessen, heute erscheint stolzierende Einhörner, Ausgabe 15. Boah, ich will aber auch mit anderen reden. Willkommen zu Hause, Meister. Ein Fußballspiel gegen die Verlängerung und Raumschiff Krusion verschiebt sich. Ich habe die Zeit am Mi-Aufnahmegerät um 30 Minuten angepasst. Was für ein Scheiß, ey. Dem wird ja alles gemacht. Willkommen zu Hause, Meister. Nicht vergessen, heute erscheint stolzierende... Achso, das hatten wir schon. Du bist die Neue. Alle Werbeunterbrechungen wurden, wie gewünscht, aus den für Meister aufgenommenen Sendungen entfernt. Aber das mache ich aber auch immer, wenn ich so eine geile Sendung aufgenommen habe und das halt auf einem Privatsender lief oder so und da Werbung dazwischen ist, schneide ich die auch immer raus. Willkommen zu Hause, Meister. Die neue Kampfsimulation Raumschiff Crucion Blooper im All ist eingetroffen. Tippi! Was kann ich hier sehen? Den Lappen. Krass. Die Auflösung dieser Bilder ist hier voll atemberaubend. 1080p. Ach nee, das war für Videos. Naja. Die Auflösung gibt's auch für Bilder. Du Noob. Ich bin also doch freakiger. Das passt. Halt, Moment. Ich habe da oben, glaube ich, eine Röhre gesehen. Ah, nee, das sah nur so aus. Nee, das ist so ein Kronleuchter. Passt schon. Okay, gehen wir weiter. Das ist alles äußerst crazy hier. Sind das eigentlich Wasserspender oder sollen das Vasen darstellen? Ich habe alle Comics des Meisters geordnet und katalogisiert. Und das geschah nicht aufgrund meiner Robotergüte. Es waren so viele, dass die Notausgänge zugestellt waren. Unser eins würde einfach mal Playboys horten und nicht so ein Scheiß. Ah. Was ist das? Ah, nee, an den erinnere ich mich. Den musste man so zustopfen. Halt, da brauche ich Wurf... Witz. Hey! Was fällt dir eigentlich ein? Fuck, der explodiert ja. Schnell. Gib mir noch einen. Hallo. Du bist nicht so cool, wie du tust. Nimm das! Nein! Sekunde zu spät. Hallo? Ist das jetzt ein Bug? Ja, ganz offensichtlich. Hallo. Ah, jetzt greift er wieder an. Hat er sich wieder eingekriegt. Ah, scheiße. Ich will den umbringen. Ich habe irgendwie so einen Hass auf den. Komm, mach's Maul auf. Yes, jetzt habe ich dich. Kabum. 500 gibst du den. Tod. Oh, na, das habe ich nicht gesehen. Das ist aber auch das Blöde an dieser 3D-Ansicht. Man sieht einfach nicht, was dahinter ist. Die Kameraperspektive ist total scheiße. Aber ohne Scheiß, Mann.
Was soll der Mist? Also entweder ich kann es mit der Bombe runterholen oder stampfen. Glaube ich jetzt mal. Ja, passt. Passt. Und hier brauchen wir auch schon Surfer. Mhm. Kann man eigentlich währenddessen in 3D an sich wechseln? Ja. Oh, sieht stylisch aus. Sieht stylisch aus. Was ist das jetzt hier? Dies ist der Eingang zum super geheimen Versteck des Meisters. Aus Sicherheitsgründen muss die Identität überprüft werden. Bitte die folgenden Fragen mit wahr oder unwahr beantworten. Raumschiff-Gussionen-Comics dürfen niemals aus der Schutzhülle entfernt werden. Ich denke mal, wir sollten hier ziemlich freakig antworten, das heißt, ja. Die Mindestspieldauer eines Rollenspiels muss 180 Stunden betragen. Hey, das ist sogar wirklich wahr. Brustbeutel sind praktisch und dazu noch extrem modisch. Das jetzt eher nicht, aber ja. Bitte Kombination eingeben. Ja. Und woher soll ich jetzt wissen, ob das der rechte oder der linke Raum ist? Wir können es nur probieren. Yes! Willkommen zu Hause, Meister. Das Wort des Meisters ist nach wie vor sicher. What the hell? Ein Aufzug. Ah ja, der bringt mich doch zu diesen... Ja, zu diesen Zimmern, wo man auch alte Charaktere sieht. Das ist geil. Hier gibt es einen Superpilz zum Heilen. Hier sehen wir zum Beispiel Bubulia. Lady Boo. Aber mehr auch nicht, oder? Irgendwie nicht. Pflichtkäufe diesen Monat. Glimmerliner. Zuggarnitur. Ach nee, Zuggarnitur. Oh Gott, habe ich das vorgelesen. Zuggarnitur. Das ist schon der zweite epische Lesefail in diesem Let's Play. Glimmerliner, erinnert euch? 6. Kapitel Paper Mario 2. Nagarine-Puppe mit Knutschfunktion. Die sei eine Prostituierte aus Paper Mario 2. Horrorroman Larry Cooper. Herzensbrecher unter Zombies. Larry Cooper? Sagt mir jetzt nichts. Muss das PM1 gewesen sein. Larry. Hm. Oder ist es nicht sogar einer dieser Baby-Bowsers? Nicht Baby-Bowsers, diese Bowser-Kinder. Der heißt doch Larry. Einer von denen. Actionfigur von Crucibot. Oh yeah. Waschbäranzug aus echtem Waschbärhaar. Härter als Edelmetall. Die Aurelius Story DVD. Heft 47 von Kyberneto. Okay, also das sagt mir jetzt gar nichts. Was damit gemeint ist, weiß ich jetzt nicht. Der ferngesteuerte Professor Gumbart und noch viel mehr krasses Zeug. Boah, kann mir das mal jemand erklären? Ich wüsste es ganz gerne. Ist das alles das gleiche? Nee. Nerd-Logbuch. Datum 26.11. Laune, ich will motzen. Die Sonne scheint draußen. Bleibe drinnen, ist klar. Und sehe mir Gefahr auf Cassiopeia 7 an. Staffel 1 hat bessere Dialoge und Sprecher als die späteren Staffeln. Jetzt mal im Ernst. Nach der Traumsequenz ging es steil bergab. Boah, ich fühle mich gerade wie so ein Kritiker, der Lost kritisiert. Das ist bei mir nicht ähnlich. Ich habe das gerne geschaut, aber nach der dritten Staffel ist es nur noch Chose. Obwohl die Animationen der Tup-Blup-Kampfroboter schon krass sind. Der einzige Grund für Staffel 3 war, Actionfiguren und Fahrzeuge zu verkaufen. Ach, das sind aber harte Vorwürfe, mein Lieber. Und wieso haben sie den Soundeffekt verändert, der zu hören ist, sobald die Prinzessin erscheint? Von Dit-Ding-A-Dit-Ling zu Ding-A-Dit-Ding-A-Ling. Oh, der Typ hat echt Probleme. Als ob das niemandem auffallen würde. Psst. Wahren Fans fällt so etwas auf. Sie sollten die Serie ohne Werbung laufen lassen und sich mehr nach den Fans richten. So wollen es die Fans und wir sind die einzigen, die zählen. Ja, ganz schlau. Ohne Werbung wird der Scheiß aber wahrscheinlich nicht finanziert werden können. Ich werde die DVD-Box wohl trotzdem bestellen. Bei einer Vorbestellung erhält man ein Kostüm gratis dazu. Das erinnert mich an die Vorbestellungen der neuen Pokémon-Edition. Da kommt doch auch immer irgendwie ein Blödsinn.
In der Wartezeit gehe ich online und erzähle jedem auf Facebook, der es nicht wissen will, wie schwachsinnig das ganze Angebot ist. Ach, siehst du das sogar ein? Okay, das ist nochmal das Gleiche. Ich will da oben an die Truhe daran. Brauche ich da deine Hilfe da? Hä? Wie soll denn das gehen? Ah ja. Ja, so, jetzt bin ich da oben. Was ist das? Schlüssel. Ich weiß momentan noch nicht wozu, aber mitnehmen. Es gibt noch so einen Raum, daran erinnere ich mich. Und da sieht man auch mehr aus Paper Mario 2 und den anderen PMs. Da hat er noch mehr Poster. Am Ende von PM2 hat man ja gesehen, dass Rumpel und Ayarona irgendwie das Spiel nochmal nachgeschauspielert haben. Und höchstwahrscheinlich hat er sich davon dann die Poster gekauft, weil es ein voller Erfolg wurde. Ist jetzt meine Vermutung. Okay, hier ist eine Notiz. Yeah. Ruhe auf dem Gang. Stampfen stört die Ruhe des Meisters. Achso, das ist nur ein Tipp, wie man an die Tür kommt. Okay. Ah, hier ist noch so eine. Ach so, und das ist dann die linke, oder? Verstehe. Ja, ja, weil wir haben halt jetzt den Code der rechten Tür eingelöst und hier müsste jetzt 2828 reinkommen. Ja, das ist jetzt aber irgendwie ein anderer Raum. Ich muss da hoch. Ach so, ja, ist auch schon klar, wie. Rüberfliegen mit der guten Peach. Und da oben geht's schon wieder ab, hey. Nicht runterfallen, mein Guter. Schnell, wir brauchen einen Wurfowitz. Noch schön auf die andere Seite. Oh, da sind ziemlich viele von diesen Miezen. Weg, 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 weg. Gib mir die. Nein, die andere! Scheiße! Oh, das war klar, dass das nichts mehr wird. Aber das... Ja! Down! Dreckskerl. Mann, 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 Mann. Da muss ich auch irgendwie rankommen. Boah. Ganz schwer. Natürlich muss ich dich hier packen. Okay, der wollte mich angreifen, hat aber gefailt. Eine Brücke erscheint. Wir haben immer noch nicht... den Code eingeben müssen. Komisch. Na, welche Bits erreichen es zuerst? Komm runter da. Komm runter, sagte ich. Du Null. So. La 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 la. Also ein großes Schloss hat er ja immerhin. Das muss man ihm lassen. Und schlecht schaut es auch nicht aus. Was passiert eigentlich, wenn ich da jetzt runterspringe? Geht das? Nee, geht nicht. Schade. Hätte ja ein Secret sein können, wer weiß. Aha, jetzt sind wir da. Mhm. Dies ist der Eingang zum Privatgemach des Meisters. Aus Sicherheitsgründen muss die Identität überprüft werden. Beantworte die folgenden Fragen mit wahr oder unwahr. Videospiele-Soundtracks sind vom Feinsten. Das stimmt. Folge 127 der Crucius-Chroniken ist einfach nur krass. Wahrscheinlich, ja. Eines Tages werde ich alle Staffel 3 Actionfiguren von Raumschiff Crucion besitzen. Wird vertickert auf eBay ohne Ende. Sollte möglich sein. Bitte Kombination eingeben. Ja, das müsste dann ja wohl 2-8... 2-8 sein. Willkommen zu Hause, Meister. Mii-Aufpasser hat euch vermisst. Was sind das hier? Für komische Balken? Die Einschaltquoten sind der Lieblingssendungen, oder was? Hier nochmal ein normaler Pilz, okay. Und hier sieht man schon, nochmal Lady Boo. Boo Hadler ist auch drauf. Den kleinen Yoshi. Bubulio. Den Detektiven sogar.
Feuerblume und ein Knospi ist da ganz oben. Und Barbara sehe ich auch und kleine Bartoms. Was? Androiden der Liebe, Band 1. Androiden der Liebe, Band 1, limitierte Edition. Androiden der Liebe, Band 1, limitierte Edition, Neuauflage. Oh Mann, der Spaß hat echt alles. Fotografieren, Züge. Fotografieren, Sammelfiguren. Fotografieren, Popstars. Inoffizieller Ratgeber mit geheimen, Endgegner erschütternden Strategien. Spielentscheidende Geheimnisse, die deine Speedruns noch extremer machen. Alter, wie der Typ abgeht, ist so echt so krass. Der hat's drauf. Hey, jetzt habe ich zwei Schlüssel, aber keinen von denen gebraucht. Ach so. Und ein Peach Booster ist übrigens auch an der Tür. Ich brauche die beiden Schlüssel wahrscheinlich für diese eine Tür am Anfang da. Oder? Ja, so wird's sein. Wir sehen uns dort.